So, willkommen zurück bei Bad Company 2. Bei der Mission Snowblind waren wir stehen geblieben. Und die werden wir jetzt mal schön durchziehen. Und da weiß ich sogar noch, wo beide Funkstationen waren. Also kann ich euch das auch sagen. Okay. Und los geht's. Oh, Fernsehen ein bisschen leiser machen, sonst schallt das so. Also hier kann ich das schon mal nicht machen mit Pistol und Sniper, das kommt nicht so doll. Ich brauche mal eine Waffe. Ach, jetzt kommt eh erstmal ein Video. So, jetzt kriegen wir nämlich hier Besuch, ey. Ich hoffe, hier liegt irgendwo eine Versorgungskiste rum. Oh, scheiße, es geht schon los. Ich brauche irgendeine fette Waffe, am besten so eine fette Para oder sowas, die übelst viel Schuss hat. Gibt sowas überhaupt in der Dings? Ja, hier, die M60, genau. Ah, perfekt, ey. Okay, der hat ein scheiß Visier, aber... Oh Gott, ey. Ey, wie die alle mit Granaten schmeißen, als wären wir hier beim Völkerball oder so. Oh mein Gott. Also nicht, dass man beim Völkerball Granaten wirft, aber ihr wisst doch, was ich damit sagen wollte. So, man muss hier also auf diese Panzerfaust-Typis aufpassen, denn dann sollte es auch treffen. Weil die beschädigen den Satelliten. Wenn der kaputt geht, dann... Jo, fail. Stell mich mal wieder an, ey. Oh, den hat er mal gut erledigt. War es das? Okay. Oh, scheiße, das ist natürlich der Nachteil des Nachladen. Egal. Okay, warte, geht's. Da oben kommen, glaube ich, auch welche. Ah, da sind sie ja schon. Guck mal so einen Kopf raus. Oh, da ist er. Panzerfaust auf dem Dach. Ach du Scheiße. Was hast du denn hier schon wieder getroffen? Das war doch das erste Mal, oder? Habe ich was nicht mitgekriegt. Ey, die schmeißen hier Granaten wie die letzten Assis. Oh, da kommt wieder ein Typ. Ich frage mich, was passiert, wenn man vorher einfach mit C4 das Haus zerlegt, ob die da trotzdem irgendwie rauskommen? Alles muss man hier selber machen, ey. Ja, könnt ihr vielleicht den da unten mal erledigen, ey. Was ist das denn? Wieso muss ich denn alles hier selber machen? Och, das wäre zu geil gewesen. Das wäre zu geil gewesen, oder? Na komm, 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 bevor der das Teil trifft. So, owned. Na egal, das war's. Ist der da unten jetzt auch down? Anscheinend, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wir sind sicher. Bis auf das schlechte Wetter aufzieht, bringen wir es hinter uns. Das hat ja mal richtig gut geklappt, Leute. Das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen, ein Fahrzeug zu organisieren.
Tja, da haben wir uns wohl verirrt. So, ja, ich mach mal wieder meinen Standard, Leute. Ob es euch gefällt oder nicht. Ich meine, bis jetzt hat sich keiner beschwert, von daher. Marlo, hier Bravo 2 Actual. Wo bist du? Wir suchen nach Haggard. Flynn antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst, du musst schon den ganzen verdammten Berg Wimmels von Russen, die nach uns suchen. Einige davon haben sich sogar versteckt. Versuch wieder den Feuerchen zu werfen. Komm dann schnell nach. Da draußen wirst du nicht lange durchhalten. Halt die Ohren steif. Ey, waren das jetzt zwei oder hat ich den eben nicht richtig gekillt? Na egal. Ja, auf jeden Fall ist es hier jetzt halt arschkalt. Und wir müssen uns immer in Häusern. Ja, verstecken, sage ich mal. So, Leute. Ich glaube, hier drinne, entweder hier war das, ihr müsst mal. Wow. Verdammt. Ich wollte doch gerade was erklären. Mein Gott, Mann. Ah! Ja, ich lasse mal wieder den Psycho in mir raus. Und. Habe ich ihn erwischt? Ich denke schon. Oh, und ich erfriere gleich. Ja, mit der Granate erwischt. Irgendwo hier auf der linken Seite, in so einer Hütte, ist die erste Station drinne. Ja, die erste Funkstation. Ach, ich nenne es jetzt Funkstation, ist mir auch egal. Oh mein Gott, da stehe ich schon davor und trotzdem treffe ich nicht. Ja, das ist schon peinlich, Leute. So, ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass der Part wieder irgendwie so abfuckt wegen den Aufnahmen, warum auch immer. Deswegen beende ich jetzt schon mal und dann geht's zum nächsten Part weiter, Freunde. Bis dann!